Na, letztens, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azure unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Angel-Achievement. Und zwar heißt das Ganze ein Köder für den Feind. Und im Zuge dessen möchte ich euch gleich mal alle 5 Angel-Achievements zeigen, die wir jetzt mit Battle for Azure neu dazugekommen haben. Und zwar habe ich schon, wie ihr seht, 4 davon abgeschlossen. Und beim 5. bin ich dran. Aber ich denke mal, schon mehr als die halbe Miete habe ich da. Ich kann euch da vielleicht den ein oder anderen Tipp geben. So, jetzt kommen wir erstmal zum ursprünglichen Achievement, das ich euch zeigen möchte. Und zwar ein Köder für den Feind. Hierfür müsst ihr wissen, dass die Allianz und die Horde ein unterschiedliches Achievement hat. Man hat ja auch unterschiedliche Feinde, und zwar sich gegenseitig. Und hier müsst ihr einfach in die gegnerische Hauptstadt rein und in der gegnerischen Hauptstadt einen bestimmten Fisch angeln. Und zwar ist es die Hauptstadt dementsprechend auf dem neuen Kontinent. Das heißt, bei der Allianz müsst ihr nach Dazar Alor und nicht nach Atal Dazar. Ich habe hier etwa eine Stunde geangelt. Wir wollen nicht drüber sprechen, ja? Also wir müssen in die gegnerische Hauptstadt rein. Hier, ja? Und bei der Horde müsst ihr quasi dann einmal nach Buralos rein. Was müsst ihr da machen? Ihr müsst einen Fisch angeln, aber ihr müsst diesen Fisch nicht irgendwo angeln, sondern ihr müsst diesen Fisch, jetzt hoffe ich, dass ich hier wieder reinklicken kann. Komm, lass mich rein. Ah, ich bin wieder drin. Müsst ihr diesen Fisch in einem Pool angeln. Und es gibt hier relativ wenige Poole. Und zwar habe ich jetzt einen gefunden, der ist da, wo ich stehe. Und zwar bei den Koordinaten 43, 44. Und zwar habe ich den nicht ganz aufgeangelt. Anscheinend hat man 2 Angelwürfe und dann soll er weg sein. Ich habe einen Angelwurf getätigt und habe sofort meinen Fisch gekriegt. Und zwar heißt das Ding Untaka. Und das soll anscheinend ziemlich selten sein. Man kann es für 50 Gold übrigens im Oktushaus verkaufen. Wir können jetzt hier auch nochmal reinwerfen. Ich bin hier sogar einigermaßen safe. Hier sind zwar ein Haufen Hordenwachen, aber die lassen mich in größten Teils in Ruhe. Und ja, ihr werft quasi eure Angel rein, holt einmal den Fisch raus und habt das Achievement. Ich habe gehört bzw. erlesen, dass das Ding anscheinend eine Stunde Respawn-Zeit haben soll. Ich sehe, das war der zweite Wurf. Ich habe den zweiten Fisch gekriegt. Es ist eine simple Sache, wenn man weiß, wo man hin muss. Ich habe mich hier erstmal ein bisschen durchgestorben durch das Ganze. Anscheinend soll parallel auf der anderen Seite nochmal so ein Pool sein. Hier waren übrigens keine. Also hier am richtigen Wasser waren keine. Und den einzigen Spot, den ich jetzt gefunden habe, war hier. Ihr müsst natürlich dann auch schauen, dass hier einmal dieses Fischsuche-Tool anmacht. Das solltet ihr haben, wenn ihr vielleicht schon den einen oder anderen Angelerfolg gemacht habt. Und ihr könnt euch anscheinend auch mit diesen Mitternachtslachsen einmal herporten. Da könnt ihr aktivieren und dann portet ihr euch dementsprechend zum nächsten Pool, wenn ihr natürlich in der Nähe seid. Genau, das ist das mit dem Achievement. Eigentlich eine relativ einfache Sache. Für den Horden-Gegenpart kann ich euch gleich mal zeigen. Hier, das ist ja mein Char auf dem zweiten Account. Und der hat die anderen Angel-Achievements, die hat er ja bekommen, weil ihm mein Main erwirtschaftet hat. Aber das hier hat er nicht, weil das anscheinend ein ja, fraktionsgebundenes Achievement ist. Und das hier, ihr seht, wir müssen in die Burg Prachtmeer rein. Und da habe ich auch schon die Pools rausgesucht, wo ihr angeln müsst. Ich habe jetzt leider mit dem nicht genug nicht genug gequestet, dass ich mich hier schon hinporten kann. Aber ich kann euch sagen, die Pools sind anscheinend hier Burg Prachtmeer. Und zwar ist hier ein Pool und dort ein Pool. Also sie sind relativ nah beieinander. Zumindest sind das die bekannten und da könnt ihr sie rausangeln. Ob ihr da auch so einen guten Spot findet, wie ich jetzt hier mit dem Ali-Char, dass ich mich quasi hinten reinstellen kann und die Wachen mich nicht angreifen, weiß ich nicht. Als Tipp kann ich euch geben, solltet ihr da Probleme kriegen, zieht vielleicht die Artefaktangel an, die habe ich jetzt hier irgendwo auf der Bank flacken, das Teil hier. Da habt ihr nämlich eine Skillung, dass ihr weniger Aggro zieht und das kann vielleicht gar nicht schlecht sein, wenn ihr diesen Wachen umgehen wollt. Und vielleicht macht ihr nicht den War-Mode an, ihr wollt nicht von anderen Spielern verkloppt werden, wenn ihr diesen Dings hier sucht. Ne? Und vielleicht macht ihr das mit einem Char, der stealthen kann, weil ihr müsst euch quasi im Hinterkopf behalten, dass ihr ja auch erstmal in die City rein müsst, ohne dass euch die gegnerischen Wachen oder Spieler umbatschen. Deswegen solltet ihr ein bisschen gucken, vielleicht Stealth-Klasse macht da durchaus Sinn oder vielleicht Nextmeister, der sich in GS setzt, durchrennt und dann einmal sich wiederbelebt. Ja, soviel zu dem Achievement. Das ist wohl das Einzige, wo man ein bisschen mitdenken muss. Die anderen Achievements sind alle relativ einfach. Und zwar haben wir ein Achievement, dass wir unseren Mount erangeln müssen. Das Mount hatte ich euch ja schon in meinem kleinen Mount Guide gezeigt. Das könnt ihr einfach überall rausangeln. Hat eine ziemlich beschissene Chance. Ich habe etwa 350 Angelwürfe gebraucht. Dann hatte ich das Mount fertig. Mehr ist es nicht, ja? Also egal, wo ihr angelt, das könnt ihr immer drin haben. Anscheinend soll es in Drustwa die größte Chance haben.
Ob das wirklich stimmt, keine Ahnung. Ich nehme an, das hat über die gleiche. Das nächste ist, ihr müsst 100 Fischöl umwandeln. Und das macht ihr, indem ihr, egal was ihr für einen Fisch rauszieht, also ihr seht, ich habe hier einen Haufen Fische, die kann man alle einmal rechtsklicken. Und wenn ihr das macht, dann kriegt ihr ein Fischöl. Und wenn ihr das 100 Mal macht, dann habt ihr das. Das ist kein Battle.net-Account-Achievement, sprich, ihr müsst es mit einem Char, müsst ihr 100 machen. Ihr könnt jetzt nicht mit dem einen Char 50 machen, mit dem anderen auch 50, habt das Achievement. Sondern das ist wirklich, nur auf den Char gerechnet, also sprich mit einem Char. Dann müsst ihr den Skill auf 150 machen. Ich denke mal, dazu brauche ich nichts sagen. Ihr müsst ihr einfach ein bisschen die Angel reinhalten. Ihr müsst, wichtig, vorher in Kultiras, oder wenn ihr Hordler seid, hier auf Zandala euren Skill für ja, BFA-Angeln holen. Also ihr müsst mit dem quatschen, BFA-Angel-Skill, und dann könnt ihr quasi die 150 hochbasteln. Denn das ist mittlerweile gesplittet, wie bei allen Berufen. Das heißt, wenn ihr hier reinschaut, gibt es jetzt eine Angelfertigkeit Kulturas, eine für Fährte, Inseln, Draenor, Pandari und so weiter. Das heißt, ihr müsst euch quasi definitiv den Angel-Skill holen. Das hat jetzt auf eure Fischausbeute jetzt nicht so eine große Auswirkung. Ja gut, wenn ihr höheren Skill habt, kriegt ihr nicht so oft solche Grau-Items, wie es mir scheint. Aber sonst könnt ihr auch komplett ohne Angelskill theoretisch die Fische angeln. Das bleibt sich gleich, wahrscheinlich auch das Mount. Aber es macht natürlich Sinn, wenn ihr eh angelt und ihr kriegt das Achievement dann voll. Und das Letzte, was wir haben, ist das hier. Und zwar Mitternachtsfische müssen wir angeln. Und ja, diese Mitternachtsfische sind diese Lachse quasi, die wir hier im Inventar haben. Und die könnt ihr auch einsetzen, um euch zum nächsten Pool zu porten. Macht das bitte nicht. Ich werde euch gleich sagen, warum ihr das nicht machen sollt. Erstmal sind die im Aha doch ein bisschen was wert. Außerdem werden wir die für was anderes noch brauchen. Und zwar müssen wir da 50 Stück von angeln. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Fische ich mittlerweile geangelt habe. Mein Rarity spinnt ein bisschen. Davor habe ich etwa 350. Jetzt haben wir hier nochmal 100, nochmal 100. Vielleicht lass hier nochmal andere 50 Fische. Sagen wir, wir haben davor 400 geangelt und jetzt hier mit dem Shit zusammen no nochmal. Also, ich habe jetzt etwa 600 Fische, denke ich mal, geangelt. Irgendwie sowas, Pi mal Daumen werden es wahrscheinlich sein. Und ich habe jetzt mittlerweile 26 Stück von denen. Einschlagige Seiten sagen, dass diese Fische anscheinend während dem Tag eine etwa 3%ige Dropchance haben und während der Nacht etwa 5%. Anscheinend soll man sie während Nachtzeiten ein bisschen öfter angeln können. Wobei da auch die Meinungen wieder auseinandergehen, wann denn Nacht ist. Ja. Ich würde euch einfach raten, fangt da vielleicht abends an. Ich denke mal so 8, 9, wenn ihr da gemütlich ein bisschen wo angeln könnt, macht das so ein bisschen nebenbei, dann kriegt ihr die nach einer Weile zusammen. Ihr seht, 600 Fische etwa geangelt, habt so um die Hälfte. Also ich denke mal, wenn ihr über 1000 Fische angelt, dann habt ihr es irgendwann zusammen. Die müsst ihr aber auch wiederum mit einem Char machen. Also sprich, da kommt ihr jetzt nicht drum rum, dass es das mit verschiedenen Chars macht. Was ich euch raten kann, ihr könnt es immer machen, wenn ihr Insel-Expeditions anmeldet, also diese Inseleroberungen. Dann müsst ihr eh bei dieser Karte bleiben, wenn ihr die hintereinander spammen wollt, um vielleicht Punkte zu farmen oder die Sachen zu farmen, die es da gibt. Da gibt es einen Haufen Mounts-Pads und diverses. Dann kann man in Boralos da relativ gechillt anmelden, dann ein paar Angelwürfe reinmachen, zack, weiter geht's, Inseleroberung und ne, kann die sich vielleicht holen. Das so als Filler quasi zu benutzen, könnte ganz praktisch sein. Ja. Also wie gesagt, am besten in der Nacht angeln. Und jetzt noch vielleicht so ein kleiner Tipp, warum ihr die aufhalten solltet. Es gibt ein Koch-Achievement, da werde ich jetzt auch nochmal extra ein Video zu machen, aber es gibt theoretisch ein Koch-Achievement, wo ihr so Bankette basteln müsst. Und wer hätte es gedacht, ihr müsst wirklich 50 Bankette selbst herstellen, ja. Und wer hätte es gedacht, diese komischen Bankette, ich bin übrigens schon Max Kochskill, ja, will ich mal gesagt haben, brauchen diese Fische. Und zwar das eine Bankett braucht 5 Fische und das andere braucht 2. Das heißt, wenn ihr diese Fische hier angelt und 50 angelt und über das Bankett hier hochbasteln wollt, dann braucht ihr eh 100 von den Fischen, dass ihr das andere Achievement kriegt. Ja, würde ich raten, 50 zu angeln, 50 aus dem Haar zu kaufen und dann kann man das so machen. Deswegen haut sie vielleicht nicht weg und vielleicht angelt ihr dann auch, wenn ihr ganz clever seid, was ich jetzt bis jetzt noch nicht gemacht habe, in den Gebieten, wo ihr vielleicht die Fische für das andere Achievement braucht. Ich denke mal, wenn ihr die Angel-Achievements macht, werdet ihr auch die Koch-Achievements machen. Dann könnt ihr euch gleich die Ressourcen holen und spart euch da ein bisschen was. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen weiterhelfen. Sollte euch das Ganze weitergeholfen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.